Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mythisch Plus. Heute mal wieder im Dungeon Operation Mechagon Schrottplatz unterwegs. Und zwar auf Mythisch Plus Stufe 30 mit den Dungeon Modifikatoren Tyrannisch, Boshaft, Nekrotisch und Verhüllt. Also nicht unbedingt die leichtesten. Zu Beginn gehe ich eben auf ganz entspannt in diese Grube hier rein, in diese Höhle, um mir zwei Bot-Buffs letztendlich auch zu holen. Das ist hier zum einen der Schockbot und zum anderen der Schmierbot. Hier gab es so ein bisschen kleinere Probleme. Ich habe da nicht ganz den angeklickt bekommen, weil das ein bisschen ungünstig war. Also fast hätte ich getrollt und gefailt. Aber alles gut, jetzt wollte ich hier vielleicht noch den Schweißerbot holen. Aber dann habe ich schon gesehen, der Tank ist schon soweit. Und ich sollte lieber direkt hier reingehen und mithelfen. Und ja, dann geht's hier ordentlich rein. In den Big Pull vergrößern kommt jetzt hier rein. Das können wir wunderschön zauberrauben. Und dann machen wir einfach maximale DPS. Und nebenbei natürlich noch ausweichen, gucken, wo der Natresim frontal hingeht. Und jetzt kommen natürlich auch schon die Schemen hier. Zum Glück haben die mich jetzt hier nicht fokussiert. Deswegen konnte ich dann auch relativ chillig in Melee stehen bleiben. Dann haben wir jetzt hier, glaube ich, aus Versehen den Schleim gepult. Und diese Schleimis, gnomfressender Schleim nennt es sich. Die sind halt brandgefährlich in Highkeys, weil das brutalen Gruppenschaden bedeutet. Denn der beschwört ja ganz kleine Tropfen und die machen auch die ganze Zeit alle Säurespritzer. Und dieser Spritzer, wie gesagt, macht gruppenweiten Schaden. Und das ist wirklich brandgefährlich für die Gruppe, da kann man mal schnell sterben. Zum Glück haben wir natürlich hier einen guten Heiler dabei. Und man muss auch dazu sagen, es ist tyrannisch. Da ist es noch einigermaßen zu verkraften. Aber trotzdem sollte man vermutlich nicht da pullen. Jetzt habe ich mir mal direkt hier den Schweißerbot gegönnt. Und somit haben wir auch schon ja alle drei Bots eingesammelt. Wenn ich jetzt nicht mehr sterbe, muss ich mich um den Bot-Buffs nicht mehr großartig kümmern. Und jetzt gehen wir hier Single-Target rein in die toxische Monstrosität. Da wird auch schon das Schleim-Elementar dazu gepullt. Ja, Zeitverschiebung hätte ich hier machen können, war aber nicht ganz ready. Ist jetzt mittlerweile wieder ready geworden. Und ja, ansonsten hier schön immer unterbrechen, ne? Der erstickende Smog muss unterbrochen werden. Der Schleimblitz ebenfalls habe ich hier wunderschön unterbrochen. Das war gut. Schöner Schattenvoraus dann hier auch von unserem Hexenmeister. Stimmt, darauf bin ich noch gar nicht eingegangen. Welche Klassen haben wir dabei? Ja, relativ easy eigentlich. Wir haben hier eine Überraschung vielleicht. Und zwar haben wir mal hier einen Schurken dabei, statt einen Überlebensjäger. Ansonsten sind es halt die Klassiker-Klassen. Ich habe jetzt hier auch getrollt und habe einen Melee-Hit abbekommen vom Schemen. Und dementsprechend ist der Kauterisieren geprockt. Das war nicht so gut. Aber ja, ich bin ja Magier und gefühlt unsterblich, weil ich zweimal Freitode habe. Einmal mit Kauterisieren alle 5 Minuten und zum anderen alle 10 Minuten Nightface-Seed. Und ja, folgende Klassen hier auf jeden Fall dabei. Bluttodesritter als Tank, der Klassiker-Tank in Season 4 von Shadowlands. Dann den Heiligpriester als klassischen Gott-Gamer-Heiler, weil ja, Priester ist einfach momentan einfach Meta in M+ als Heiler. Dann Zerstörungshexenmeister, auch komplette Meta-Klasse natürlich. Ich als Feuermagier, ja nicht unbedingt Voll-Meta, weil statt Feuermagier kann man auch gerne einen Schurken mitnehmen, einen Überlebensjäger, einen Windläufermönch. Oder einen zweiten Überlebensjäger oder einen zweiten Hexer und und. Und ja, als Off-Meter hier so ein bisschen Schurke. Also im Prinzip haben wir jetzt hier zwei Klassen dabei, wovon du eigentlich immer nur eine dabei haben willst. Aber jetzt haben wir quasi hier Schurke und Feuermagier in einer Gruppe zusammen. Ist auch vollkommen fein, kann man so spielen. Aber ganz optimal ist natürlich nicht. Am besten wäre lieber statt den Schurken den Überlebensjäger. Aber wie gesagt, wir sind hier eh in Schrottplatz unterwegs. Und Schrottplatz ist ein sehr leichter Schlüsselstein, selbst auf 20 noch relativ leicht mit der richtigen Route, mit ja, grundlegendem guten Spielverständnis und Dungeon-Kenntnis von diesem Dungeon ist es natürlich relativ leicht, trotzdem diesen Key auf, auch wenn es 30 ist, trotzdem relativ leicht den In-Time zu spielen. Ja, dann wurden wir jetzt hier reingeguckt, das war auch hier brandgefährlich. Fast hätte mich der Schemen da erwischt, muss jetzt hier auch ein bisschen wegrennen. Muss leider aus der Rune auch hier rausgehen. Ich konnte da nicht stehen bleiben, sonst wäre ich vielleicht wieder getroffen worden. Also das ist ein bisschen schade gewesen für die DPS. Habe jetzt hier auch Schutzgeist bekommen.
Aber alles gut, ich habe eh Gesundheitsstein bzw. Heiltrank habe ich benutzt. Gesundheitsstein habe ich noch drei ready, noch keinen benutzt. Aber was hier schon passiert ist gerade, ist, dass unser Schurke gestorben ist. Das ist natürlich eine kleine Tragödie, denn der hat eventuell auch schon den ein oder anderen Bot-Buff eingesammelt und jetzt fängt er wieder quasi von null an. Also er muss jetzt weiterhin wieder drei Bot-Buffs sich irgendwo gönnen. Vor allem der Schock-Bot-Buff ist der wichtigste als DD oder generell für jeden eigentlich, weil es einfach Free DPS ist, die man mitnimmt, wenn man den Schock-Bot-Buff sich gönnt. Ich glaube, er hat sich jetzt auch wieder direkt den nächsten Schock-Bot-Buff gegönnt von da oben irgendwo. Der kam nämlich hier runter, weil da oben sind auch auf jeden Fall Bots. Ja, ansonsten diese Dreiergruppe hier ist ein bisschen gefährlich. Sollte man auf jeden Fall aufpassen. Nochmal schön den Schleimblitz unterbrochen. Der andere Schleimblitz ist hier durchgekommen. Unser Schurke actually auf 20% und kurz vorm Tod gewesen. Also da wurde ein bisschen getrollt. Keiner hat irgendwie gekickt, außer ich. Weil die Mobs waren halt fast tot, aber die Casts gingen noch durch. Und deswegen immer bitte aufpassen, ne? Kickt wirklich, bis die Gegner tot sind. Schleimblitz muss immer unterbrochen werden. Das ist eine gefährliche Fähigkeit, die euch vor allem in Highkeys schnell mal one-shotten kann. Vor allem, wenn zwei Schleimblitze gleichzeitig durchgehen auf denselben DD-Spieler oder Heiler-Spieler. Das ist dann eine Tragödie und ein Desaster, was ihr auf jeden Fall vermeiden könnt, indem ihr einfach betäubt, stunt, unterbrecht und Co. Und ansonsten geht es hier schon ordentlich rein in den Schmierer-Boss. Wir haben natürlich hier tyrannisch aktiv, haben aber trotzdem kein BL für gezogen, sondern wir haben irgendwo am Anfang BL gezogen beim Trash. Kann man vielleicht so machen. Ich weiß nicht genau, was besser ist. Ob man vielleicht auf Tyrannisch lieber Bloodlust, also Kampfrausch, für den Boss saven sollte. Vielleicht schon. Aber es geht letztendlich beides. Wenn man diesen Boss hier relativ clean spielt, passiert ja nicht so viel. Aber man muss natürlich schon sagen, es kommt die ganze Zeit Ticking-Gruppenschaden rein, der nicht ohne ist. Auf 30 mit Tyrannisch. Also da muss der Heiler schon gut heilen, weil wir gefühlt alle 5 Sekunden oder so 20% unserer Gesundheit verlieren. Oder vielleicht so 15%, 18%, keine Ahnung. Aber ja, man sieht auf jeden Fall schon, auf 30 mit Tyrannisch lebt der Schmierer eine gute Dauer auf jeden Fall. Ist erst auf 40% hier. Aber kein Problem, wir haben ja gute DPS dabei. Ja, vor allem unser Bluttodesritter hier macht gerade so viel DPS wie ich. Einfach schön. Und ansonsten, ja, gehen wir hier nochmal rein in die Combustion. Bekommen jetzt hier sogar auch PI. Das ist eine nette Sache auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt hier auch in die nächste Rune rein. Kommt nochmal vereinigen. Aber das ist fein. Ich stehe hier gerade beim Bot. Und das ist halt auch wichtig, ne? Ihr müsst nicht die ganze Zeit in diesen Bots, in diesen Saubermach-Bots drinne stehen. Ihr müsst nicht die ganze Zeit mitlaufen. Ihr müsst eigentlich nur drinne sein, wenn die giftige Welle kommt. Und natürlich, wenn das andere kommt, vereinigen. Solltet ihr auch drinne sein, oder aber ihr habt Übersicht und seht zu, dass zwischen euch und Boss oder hinter euch dürfen halt keine grünen Flächen sein und ja, vom Boss auch nicht. Also, dass ihr quasi irgendwo safe steht, wo keine grünen Flächen sind, wenn Vereinigen kommt, aber wenn die giftige Welle kommt, müsst ihr auf jeden Fall in so einen Bot rein, denn dann gehen die grünen Pfützen vom Boss aus, also mittig raus, aus ihnen raus, kommen diese grünen Pfützen in alle Richtungen. Und da könnt ihr nur sicher sein, wenn ihr in diesen Saubermach-Bot steht. Aber wenn Vereinigen kommt, da könnt ihr halt auch trotzdem draußen stehen. Müsst halt nur gucken, dass hinter euch keine grüne Pfütze ist, die quasi dann zum Boss ja hingeht, weil er sie aufsaugt. Ansonsten haben wir jetzt hier diese Massenunsichtbarkeit benutzt. Und dann spielen wir hier auf ganz entspannt ein Viererpull, wie es ausschaut. Und ja. Und hier ist es natürlich auch wichtig, dass man den Schrottgranaten ausweicht, weil die machen sehr, sehr viel Schaden und können euch mit einem Schlag auf jeden Fall töten auf 30. Und natürlich, ne? Kapott, auch das kann man ausweichen. Also einfach hier auf Zack sein, gut auf dem Bildschirm schauen und alles ausweichen, was geht. Man muss natürlich auch dazu sagen, die boshaften Schemen waren ja schon ein bisschen eklig. Auch hier jetzt wieder. Dann geht mir ein bisschen der Platz aus. Kann er nicht wirklich hardcasten. Ganz knapp war das hier fast wäre ich getroffen worden vom Schemen. Aber ja, hier auch auf jeden Fall ein gutes Desaster. Ich kann jetzt ja auch nicht das Reparieren kicken. Hat aber
der Schurke letzte Sekunde noch unterbrochen, weil er im Smog drinne steht, ja. Ihr müsst nämlich im Rauch drinne stehen, wenn ihr dann weiter Schaden machen wollt, wenn die da auch drinne stehen. Aber ihr seht schon, der Tank zieht da dann immer instant raus, damit man auf ganz entspannt wieder Schaden machen muss, so dass man da nicht reinlaufen muss in die Rauchwolke. Ja, Reparaturprotokoll jetzt hier. Hab's versucht, dass ich das unterbreche, aber es ging nicht. Drachenodem funktioniert nicht beim schweren Schrottbot. Da braucht man wirklich richtige Unterbrechungen. Mein Gegenzauber war in diesem Falle da auf Abklingzeit und dementsprechend auf jeden Fall Zeitverlust, dass er sich da von 20% auf 100% wieder hochgeheilt hat. Das war nicht so gut, aber der Tank, den juckt das nicht großartig. Er geht trotzdem rein in den nächsten großen Pull, auch wenn wir da quasi ja, ein bisschen getrollt haben. Ist ein bisschen gefährlich hier jetzt. So einen großen Pull. Ist auch schon ein bisschen chaotisch auf jeden Fall. Vor allem jetzt hier noch mit diesen Rauchwolken sind nochmal zusätzlich nervig. Kann man nicht so gut DPS drücken. Steinhaut kann man übrigens auch so einfach durchgehen lassen. Als Magier kannst du Spells dir in Zauber rauben. Das ist nämlich ein ganz guter Def-CD für euch. Also es wäre wichtiger, dass man hier Wutanfall betäubt, stunt bzw. unterbrecht statt die Steinhaut, weil die Steinhaut kannst du einfach purgen oder halt als Mage Spells dealen bzw. Zauber rauben. Und das ist wirklich gut als Def-CD. Man sieht hier auch, ich habe ein bisschen Probleme, werde hier gehauen vom Grunzling der Schrottknochen. Die kann man leider auch nicht tanken, die fokussieren, fixieren einen zufälligen Spieler und ja, die muss man dann einfach tanken und überleben und Def-CDs ziehen, wenn es geht. So, da sind wir jetzt hier bei Zul'Garmux und ich dachte mir, ja, BL ist wieder ready, komm, zieh mal einfach in Zul'Garmux BL rein. Ist, denke ich, okay, auch wenn wir hier Tyrannisch haben, Zul'Garmux ist trotzdem nervig. Und umso früher die tot ist, desto besser. Vor allem jetzt hier Blutsuck, dann können wir das Schild schnell abbrechen. Und ja, man sieht auch, hier kommt schon ordentlich Schaden rein auf jeden Fall. Also ich denke, es war keine schlechte Idee, hier Kampfrausch zu zünden. Bei der guten Zul'Garmux, damit sie einfach nicht großartig ein Problem darstellt. Man sieht hier auch wieder, die Schemen laufen wild herum. Unser Hexenmeister wurde, glaube ich, auch getroffen. Also ja, diese Schemen sind schon eklig als Dungeon-Modifikator. Bosshaft ist schon nicht so geil. Und musste immer so ein Ticken mehr auf Zack sein und aufmerksam sein, dass du dich davon nicht großartig treffen lässt. So, dann spielen wir jetzt hier die Käse-Strategie. Und zwar gehen wir hier in die Ecke rein. Warum macht man das relativ easy, damit der andere Boss euch nicht überfahren kann? Und damit man da einfach ein Fail-Potenzial ausmerzt. Was man aber machen sollte, auf jeden Fall, wenn er dann hier drin ist, der Nano-Mega-Rums, dass man auch ihn fokussiert. Das Gesetz der Straße, das muss man natürlich ausweichen, da muss man auf Zack sein, weil hier hat man relativ wenig Platz, um auszuweichen. Aber das ist okay. Dann macht man hier einfach ordentlich Schaden. Taser immer schön unterbrechen. Das ist noch ganz wichtig, vor allem auf Tyrannisch in High Keys, dass das am besten perfekt unterbrochen wird. Man muss auch dazu sagen, hier nochmal, das ist wieder eine Packgruppe ohne Voice, einfach übers LFG-Tool gefunden. Und dementsprechend ist es natürlich alles immer ein bisschen schwierig mit den Unterbrechungen. Aber das passt hier einigermaßen. Jetzt haben wir natürlich hier einen Double Kick gehabt, der Schurke hat gekickt und ich habe gekickt. Und jetzt geht der nächste Taser hier durch. Der Mega-Taser kommt jetzt hier auf mich. Und das Problem ist, ich habe schon geblockt, also muss ich jetzt hier raus in den Smoke reingehen, in den Rauch sozusagen, war ich auch kurz drinne. Und dementsprechend hat mich das da gesaved. Und ja, wir haben jetzt hier ein bisschen Probleme, denn der Nano Mega Rums, der lebt noch. Und da habt ihr auch gesehen, der hat eine Attacke durchbekommen. Und das hätte uns fast gewonshottet. Also, ihr sollt wirklich zusehen bei dieser Käsestrategie, dass ihr diesen Nano Mega Rums auch wirklich dann gleichzeitig mit der anderen Gnomen tötet. Denn sonst kann das böse enden, so wie gerade. Im Idealfall pariert der Tank dann einfach alles, aber man hat es gesehen, in diesem Fall hat er wohl keine tanzende Runenwaffe ab, also am Lauf und dementsprechend hat er nichts pariert. Und wenn halt dann Melee-Attacks durchgehen vom Nano-Mega-Rums, wenn die eine schon tot ist, gibt es halt massiven Gruppenschaden und das hätte uns da fast getötet. Also wenn noch eins, zwei mehr Melee-Attacken durchgegangen wären, wäre sicherlich jemand gestorben. Aber nun gut, ist trotzdem noch alles gut gegangen, das war wichtig und richtig. Dann geht's direkt hier schon weiter rein in den nächsten Big Pull, natürlich auch ein bisschen gefährlich alles.
Aber das passt. Das einzige Problem sind eigentlich wirklich die Schemen hier nur. Die sind halt super nervig in diesen Big Pulls. Aber ja, auch hier, er geht ordentlich rein. Hier schön die Steinhaut. Gezauberraubt, schöner Schattenfrost dann, wunderschön. Ist aber auch schon immer gefährlich, solche großen Pulls zu machen. Da hat man immer so ein bisschen, ja, Angst, dass es vielleicht schief geht. Aber man sieht, es stirbt eigentlich alles relativ schnell weg. Man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben hier keinen Verstärker aktiv, also Trash ist wirklich kein Problem und stirbt wirklich super schnell weg. Vor allem auch, weil der Zerstörungshexenmeister gerade über 70.000 DPS drückt. Und abgesehen davon, unser Pluto, das Ritter, drückt auch gerade 50.000 DPS. Mehr als der Schurke und ich. Also das ist wirklich frech, ne? Wie viel DPS Pluto, das Ritter machen. Liegt wahrscheinlich auch hier so ein Stück weit am Schockbot. Und der Schockbot-Buff skaliert ja auch mit Tempo. Und ich glaube auch, dass Pluto, das Ritter, voll auf Tempo gehen. Und der hat anscheinend richtig viel Tempo gerade. Und ja, da haut er einfach brutal viel rein. Man muss natürlich auch dazu sagen, ist ein bisschen auch so ein RNG. Dungeon, weil der Schockbot, der prockt ja letztendlich, glaube ich, meines Wissens nach trotzdem einfach zufällig irgendwann mal rein. Umso mehr Tempo man natürlich hat, desto häufiger prockt er natürlich auch. Aber trotzdem ist es letztendlich Zufall, ne? Wie oft er prockt, würde ich mal jetzt spontan behaupten. Aber natürlich, die Chance erhöht ihr, umso mehr Fähigkeiten ihr instant drückt, beziehungsweise umso mehr Tempo ihr einfach auch zur Verfügung habt. So, da pullt er jetzt hier auch schon den Boss rein, den König Gobbermak. Also er macht hier wirklich keine halben Sachen, er geht einfach rein. Und das ist wirklich gefährlich, weil wir sind jetzt hier auf 30 unterwegs. Und der König Gobbermak ist natürlich mit Abstand der schwerste Boss in diesem Dungeon. Vor allem mit Tyrannisch ist er brandgefährlich. Und ihr habt es auch schon gerade gesehen, das erste Beben war böse. Aber da habe ich mich just in time mit Zeitverschiebung wieder getoppt. Und natürlich auch das geladene Schmettern müsst ihr immer schön gemeinsam als Gruppe abfangen. Ist super wichtig in Highkeys, im Schrottplatz, dass alle 5 Spieler im geladenen Schmettern drinne stehen. Sonst kann es passieren, dass ihr einfach wegsterbt, wenn nicht alle soaken. Weil der Schaden wird ja aufgeteilt unter allen 5 Spielern dann. Und wenn nur 4 drinne stehen, dann wird der Schaden nur aufgeteilt zwischen den 4 Spielern. Und das wäre dann ja, eventuell für den einen oder anderen das Todesurteil, aber das passt. Alle stehen drinne. Und ja, wir bekommen so ungefähr 70% Schaden. Jetzt kommt halt wieder Beben. Und das ist das Gefährlichste wirklich an dem Boss. Diese Bebenfähigkeit, die macht halt brutalen Gruppenschaden. Deswegen habe ich hier auch einfach mal geeisblockt, um den Heiler einfach so ein bisschen zu entlasten, zu helfen, dass er die anderen heilen kann. Ich glaube, das war auch ganz gut. Denn der Boss ist jetzt auch schon bei 35%. Also vielleicht bekommen wir noch einmal die Fähigkeit Beben. Aber dafür habe ich dann eh wieder Zeitverschiebung. Und zur Not auch noch Gesundheitssteine und Heiltränke. So, hier wieder schön gesoakt. Und dann natürlich auch immer mit diesem Debuff dann, den man bekommt, vom geladenen Schmettern Soak zu diesen Spulen hinblinken. Beziehungsweise zu diesem komischen deaktivierten Roboterbot, der dann hier auch alles zerwirbelt und alles tötet. Und die Spulen, ja, die schießen natürlich auch Blitze ab. Jetzt kommt hier nochmal Beben, dafür mal die Zeitverschiebung. Die war auch bitter nötig. Und somit ist der Boss eigentlich auch schon geschafft. Geladenen Schmettern kommt nochmal. Nochmal gesoakt hier. Außer der Hexenmeister hat getrollt. Der Hexenmeister stand nicht mehr im Soak drinne. Und da hätte es fast unseren Schurken tatsächlich gekillt. Aber ihr seht es auch auf 30, wenn sogar auch mal einer nicht drinne steht. Dann ist es so, dass es trotzdem anscheinend ausreicht, dass man noch gerade so überlebt. Also man kann selbst auf 30 hier und da noch ein bisschen Fehler machen und man schafft's trotzdem noch in time. So, dann hier nochmal die Massenunsichtbarkeit, ist einfach zur Sicherheit, damit keiner pullt. Das kann man ruhig machen, ja, weil sonst brauchen wir die Massenunsichtbarkeit eh für nichts anderes. Also hier schlau gespielt vom Schurken. Einfach drücken, weil sonst brauchen wir es eh nicht. Und das war noch die schlauste Sache, wo man es auf jeden Fall drücken kann. Dann geht's hier rein in den nächsten Big Pull. Und hier haben wir natürlich Schrumpfen. Das ist schade, dass jetzt hier geschrumpft wurde. Die Namensplaketten sind ja auch eine ganz große Krise. Ich habe gerade Schwierigkeiten gehabt, das ins Target zu bekommen. Das vergrößerte Ziel für die DPS. Das war sehr, sehr schade. Jetzt hier wieder vergrößern. Auch hier wieder ein bisschen Probleme gehabt. Aber nun gut. Ist okay. Der Pull ist eh kein Problem, weil ihr seht's.
Unser Zerstörungshexenmeister hat wohl dafür alle CDs gehabt und er drückt hier über 200.000 DPS kurzzeitig. Also er hat komplett alleine diesen Pull zerstört, ja. Wenn man keinen Überlebensjäger dabei hat, dann macht einfach der Hexenmeister gefühlt alles solo. Also er hat hier auch, ja, gerade einfach die Hälfte des Schadens kam nur vom Hexenmeister bei diesem Pull. Und der andere Schaden kam von allen einfach kombiniert. Also wirklich wild, wie krank der Hexenmeister da reingeböllert hat. Hat er uns schön geboostet, danke dafür. Nochmal hier vergrößern, gespellsteed, gezauberraubt. Für ein bisschen mehr DPS, was man hier theoretisch hätte machen können, ist, dass man diesen Vergrößerungsmob, der quasi diesen Zauber zaubert, mitnimmt zum Boss und dann in scharf versetzt. Und dass ich dann immer wieder vergrößern, zauberraube, aber haben wir jetzt hier nicht gemacht, ist nicht unbedingt notwendig. Und der Hexenmeister schreibt hier Go-Go, weil ich glaube, wir sind kurz davor, das Ganze zu Free-Chesten. Aber, ja, Two-Chests ist mir vollkommen ausreichend. Und ich habe hier actually auch keine gute Anzeige, wo ich sehe, ob das noch Free-Chestable ist oder nicht. Aber es sieht so aus, weil der schon sowas schreibt. Ja, ansonsten der Panzerknacker MK1, der ist nicht zu unterschätzen. Vor allem nicht auf Tyrannisch, der hat dann schon relativ viel Gesundheit. Und deswegen ziehe ich hier auch nochmal direkt ein Eschern rein. Mein Trinket hingeben benutze ich nicht. Mechagon Armschienen anscheinend schon, okay. Hätte man vielleicht auch drüber nachdenken können, die zu sparen für den Boss selbst. Weil, ja, auf Tyrannisch 30 ist es nicht mehr ganz so selbstverständlich, dass man den auch dann one-faced. Deswegen sollte man da schon seine CDs einigermaßen einteilen. Aber es ist meistens so, dass man als Feuermagier auf jeden Fall einmal ein Eschern in den Panzerknacker reinziehen kann. Solltet ihr auch immer machen, denn sonst dauert das zu lange und ihr macht minus DPS. Und ihr habt dann meistens auch wieder ein Eschern ready zur richtigen Damage-Phase. Und dann gehen wir jetzt hier auf ganz entspannt nach oben. Und müssen da oben das Ganze hacken. Perfekt, hier nicht zu ungeduldig sein. Gehen wir hier durch, perfekt. Der Schurke und ich sind als Erster oben. Guck mal, sind wir wenigstens für etwas zu gebrauchen. Wenn wir schon keine DPS machen, dann waren wir zumindest hier beide zusammen die Ersten oben. Immerhin etwas. Und ihr seht, in dieser Phase gibt es auch massiven Schaden. Wir müssen jetzt aber schon hier in den Bot reingehen, denn 10% wurden schon gehackt, beziehungsweise 90%. Und die letzten Prozente lässt man dann immer den Tank erledigen, damit die anderen schon mal nach unten können und sich vorbereiten können. So, BL haben wir zum Glück hier auch gehabt. Rota ist hier ein bisschen scuffed. Intelligenztrank ist auch nicht ganz ready. Aber ist okay. Sieht eh so aus, als wir mehr als genug Schaden haben. Vor allem der Schurke blastet jetzt hier auch richtig rein. Ja, dafür ist halt ein Schurke ganz gut. Für Single-Target-Schaden und ein Feuermagier ist auch ganz gut für Single-Target-Schaden. Wobei ich hier trotzdem gerade letzter bin. Aber trotzdem, wir machen alle drei sehr, sehr gute DPS. Und es sieht so aus, als wir ihn hier one-phasen. Aber ganz knapp. Jetzt hebt er nämlich schon ab, aber man hat da noch so ein bisschen Zeit, um ihn dann zu finishen. Und sehr, sehr schön. Schrottplatz 30er in Time, sogar plus 2, also ein 32er kam raus. Und 47.000 Overall DPS vom Zerstörungshexenmeister, der hat sehr, sehr gut geboostet bei den AOE Trash Puls. Und ich war sogar mal am zweiten Platz, was die DPS betrifft. Aber ihr seht, der Pluto des Ritter gefühlt wie einen Schadensverursacher mit 31.000 Overall DPS, also wirklich krank, wie viel diese Todesritter an Schaden rausholen können. Ansonsten würde ich sagen, wenn es euch gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn nicht, dann nicht. Bedankt fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.